figure it out. I'll make it look like I'm losing. Won't bother hiding my bruises. And when they finally... Yeah. Und damit, meine Freunde, mit der Sicherung hier ein herzliches Willkommen zurück zu einer weiteren Folge von Pokémon der Kamisen Edition, wo wir im zweiten DLC verblieben sind, und zwar hier bei den Mentoren, die habe ich jetzt alle gemacht. Es wird sich, man erfährt hier, dass Poppy 9 ist. Ich wusste nicht, dass man mit 9 Jahren schon Liga-Champ sein darf, obwohl man eher erst eigentlich mit 10 Jahren auf Reisen gehen kann. Zumindest damals war es noch so, und ja, ich bin sehr verwirrt, aber ist okay. Der Geheimbus der Blaubeer-Akademie kommt jetzt dran. Allerdings werde ich das jetzt an das Ende packen, wie ihr gemerkt habt, denn ihr habt bisher hier in alle anderen Parts schon gesehen. Ich werde euch auch nicht gespoilert haben, wer es ist von selbst, aber ich glaube, ihr werdet es leider sehen anhand, ja, der Silhouette dann. Das ist halt scheiße. Aber gut. Aber der Kampf definitiv, den werdet ihr jetzt nur noch dieses eine Mal sehen, deswegen wird auch der Part nicht allzu lang sein. Bling bling. Hallo, ich bin's, Onai. Ich danke dir, dass du so viele Leute an die Blaubeerakademie gerufen hast. Dafür hast du dir ein ganz besonderes Geschenk verdient. Und zwar das Recht, gegen den Geheimboss der Blaubeerakademie anzutreten. Also kommt doch bitte gleich mal zum Eingangsbereich. Ich kann es kaum erwarten. Also dann bis nachher. Okay. Ich dachte schon, habe ich was falsch gemacht, dass ich die anderen nicht mehr, ja, hatte. Also, dass ich die anderen nicht freigeschaltet habe. Weil die letzten drei wahrscheinlich eben, die kommen erst am 11. Januar raus. Aber zurzeit. Nanu, Sunny. Was machst du hier? Wartest du auf jemanden? Verstehe. Dann wird es wohl Zeit, die Scharade endgültig zu beenden. Du wirst es nicht glauben, aber Onai bin in Wirklichkeit ich. Dank dir ist richtig Leben in unserer Akademie gekommen. Du hast für ordentlich Inspiration gesorgt, sowohl bei den Leuten als auch an den AGs. Als Direktor bin ich dir dafür wirklich sehr dankbar. Und ich mache das hier noch mit Kopfschmerzen. Ah... Und jetzt halte ich fest, ich bin nicht nur der Direktor, ich bin auch der stärkste Trainer der Blaubeerakademie, der Geheimboss. Der Champ der Blaubeerliga mag öffentlich die Nummer 1 sein, aber im Hintergrund ist der Geheimboss der stärkste. Gegen dich macht dein Kampf bestimmt auch richtig Spaß. Okay, er ist also der stärkste, hat er also über Level 80 oder was? Dann lass uns gleich mal loslegen. Ich werde ernst machen, also halte schön lang durch, ja? Ob du gegen mich bestehen kannst, Bro? Glaube ich ja wohl weniger. Also, zuallererst werde ich... Oh ne, sag nicht. Okay. Wir können danach durchdrücken. Ich habe vergessen, die Moves anzupassen. Das ist sowas von dumm. Oh Mann. Tut mir leid. Das wollte ich nicht. Was geben wir Zitomega eigentlich?
kann mit diesem halben Kackset nichts ausrichten. Genesung. Hosea brauchen wir nicht. Dann haben wir Tams verwenden. Keine Ahnung. Und nein, ich werde den Lied jetzt nicht ändern. Das Einzige, was mir gerade noch so in den Sinn kommt, ist... Flächenmacht. Aber nö, Leitheil, Erde und Sion. Oh Gott, das ist doch alles Müll hier. Also, Spukball schon mal, dass man wenigstens zwei Sachen machen kann. So, und ich werde jetzt hier noch Lichtschilden. Und dann kriege ich beide Schilder auf einmal raus. Aber ich glaube jetzt hier, der hat gar keine Bodencoverage. Leider. Erdanziehung hätte er, aber mehr auch nicht. Das ist ein bisschen traurig. Aber gut. Oh Gott, ich bin schon wieder auf. Ich bin es so gewöhnt, jetzt auf die Mentoren zu klicken. Dass ich mittlerweile immer auf die Mentoren gehe. So. Ich glaube, das ist für sie auch ein Highlight, die das hier so haben sehen dürfen. Na? No. Er zieht sogar seinen Hut vor uns eigentlich. Das ist auch richtig nice. Und er soll der Stärkste sein. Ich habe auch nicht aufs Level geachtet. Und wenn er halt überlevelt ist, ich mache ihn trotzdem kaputt. Auch ohne Items. So. Normal, alle guten Dinge sind zwei. So. Lichtschild. Reflektor. Bumm. Das mal kommt der Reflektor raus. Perfekt. Das juckt mich nicht. Aha. Das juckt mich schon mehr. Aber jetzt habe ich wenigstens auch die Schilde draußen. Jetzt mal gucken, was wir machen. Und zwar, es kommt ein Bodenmove. Das heißt, wir werden jetzt Sebritz angreifen mit dem hier und dann werden wir in Lebeldra gehen. Oh. Hat Schrumpfstoß keine Wirkung? Oh, jetzt kommt noch Rückenwind. Oh. Richtig gut.
dann können wir hier nochmal auf. Den hier klicken und hier auf die Tarnsteine. Wenn ihr hier auf Shenanigans kommt, kann ich hier noch ein bisschen was machen. Ja, ja, ich habe keine Special Attack bei Zeldra. Tut mir leid. Jetzt bekommt das neue Pokémon, was da reinkommt, direkt mal Tarnsteinschaden. Lambirex, das windet in dem Fire-Type. Genesung. Schaufler. Oh nein. Bro. Das ist unfair. Mach doch das auf Magie. Wow. Mach doch das auf Zytomega-Toxin. Das hätte mich nicht mal gejuckt. Oh. Wow. Ich sehe gerade, das Ding ist Leben Orb. Ich habe nichts gegen Flug dabei. Euer scheiß Ernst gerade. Okay. Ich habe wenigstens den Käfer-Type verloren. Schon mal sehr wichtig und richtig. Und durch die Wasserblase juckt mich das Feuer erst recht nicht. Gut. Gift wiederum schon. Boom. Das war's. Wow, das hat ja gar nichts gemacht. Wow, die Schilde hören auf zu wirken. Wow, und der hat noch eine Zitrobeere. Wow, was für ein Abfuckvieh. Ja, aber das reicht nicht. Wenn ich jetzt noch outspeede, kriege ich noch ein bisschen. Nö, ich outspeede nicht, warum auch. Wäre auch schön gewesen. So outspeeden. Und ich dachte mir so, hey komm, nehmen wir nicht OP-Pokémon mit. Wir machen mal Stylus. Interruptus, aber nein.
4 Sternhieb auf die Feldes und ich habe leider einen Timer drauf, ne? Das Ding macht gar nichts. Auf welchem Level sind die? Level 86. Ich hätte meine guten Pokémon mitnehmen dürfen. Legit. Nicht fair, ey. Nicht fair. Wow. Wow. Wie behindert ist das denn bitte? Logok regelt das. Ich habe leider keinen, wie soll ich sagen? Ich habe leider auf Logok kein. Wow. Kein Fokusgurt drauf. Das tut nicht zur Sache, Bro. So, Admurai ist weg. Oh, geil. Morbites. Oh, cool. Jetzt muss ich das zuerst weghauen, weil sonst das Ding mit Psychokinese mich wegjodelt. Jetzt habe ich ein Problem. Warum outspeedet das Ding? Ja, Digga, wie gesagt, stört mich nicht. Das Ding hält. Was? Das ist meine letzte Option. Danke. Endlich ist Grifeld ist weg, das Arschloch. Also das macht jetzt gar nichts mehr. Ja, super. Ich bin jetzt noch paralysiert. Oh, du bist ganz schön stark, das macht der Kampf richtig Spaß. Ja, das sehe ich gleich, ob das wirklich Spaß macht. Oh, Happy Royal. Oh, mit Blättersturm. Ich sehe es kommt. Morbites. Dönerblitz. Feuerfeger. Wenn wir schon so viele Zuschauer haben, sollten wir ihnen auch etwas Interessantes bieten. Ja, ich kann immer noch abschalten.
Oh, Boden. Juhu. Wow. Wow, das hat sowas von nicht gescheppert. Wow, egal welchen ich jetzt angreife. Ist zwar nicht die feine Englische, aber leck mich komplett. Ich bin schon komplett underleveled dort rein. Nö. Ich könnte jetzt nochmal abschalten, ich könnte mein Team noch umändern, aber dann wisst ihr, wie es ausgeht. Autsch. Wow. Ich darf es sowieso machen. Wow. Okay, warte. Was waren die? 86? Okay. Bro, jetzt. Ey, ich dachte, yo, Leute, jetzt gehe ich nochmal komplett back to the roots. Nochmal alles auf 80. Easy. Wird sicher auch wieder um den Dreh sein. Easy, ein bisschen drüber, 84, okay. Ich habe sogar vorhin Furienblitz zu Hause gelassen, weil ich dachte, das Ding ist auf Level 87, das Ding wäre zu stark, zu broken. Ich würde da einfach durchsweepen. Ja, super. So, da sind wir wieder. Ich dachte legit, wir würden hier durchsweepen. Ich wollte lediglich hier wieder alles so hinmachen, wie wir es hatten. Hier das Ding, dass wir nicht zeitlupenmäßig rumrennen. Ich hätte jetzt nicht gedacht, dass der uns wegjodelt. Ohne Scheiß, selbst mit Top-Genesung. Aber gut, er hat vorhin schon nicht mit Terra-Ausbruch ne? Deswegen dachte ich, oh komm, machen wir. Okay. Sorry, also, nein. Gut, er will es auf die harte Tour. Kann ich geben, kein Problem. Er muss aber danach nicht jammern kommen. Der ist viel zu stark. Sorry, Bro. Das, alles, was jetzt passiert, hast du dir selbst zuzuschreiben. So, wir haben am Anfang Zebritz und das andere Heini-Pokémon da, Grifeldes. Mir ist sowas von scheißegal, Bro. Jetzt wirst du sowas von weggejodelt. Ohne Spaß jetzt. Jetzt habe ich die Schnauze dicke. Oh, Okapon. Oh, dich habe ich sowas von vergessen. Oh, Bro, jetzt musst du einfach rennen. Ohne Spaß. Jetzt kommt mein altes Legi-Team. Also Paradox-Team. Am liebsten würde ich ja Infamomo verwenden. Aber, ja. Wir wissen, was passiert, wenn wir das machen. Also, wir haben noch... Warte mal, wir brauchen ein Boden-Pokémon, um Zebritz wegzuknallen. Also. Ich bin am Überlegen, ob ich Stalobor mitnehme. Und dann würde ich sagen, Furienblitz übernimmt. Volle Möhre Grifeldes, während Stalobor das andere Ding wegjodelt. So.
Nee, Metagross, du bist zu schwach. Iro-Keks, glaube ich, brauche ich nicht so wirklich. Nee, ehrlich gesagt, das ist mir dann schon zu broken. Also Lichtschild und so war ja richtig cute. Also das war richtig geil, aber no way. Mm-mm. Momentchen mal. Momentchen mal. Ich habe jetzt sowas von die Schnauze dicke. Und wenn ich das sage, gibt's auf die Fresse. Adlerauge brauche ich nicht. Strolch. Wunderbar. So. Dann regle ich das auf die Art und Weise. Beutel. Sonderbonbon. Oh komm, 86 passt. So, dann was machen wir noch? Was packen wir noch in unser Team? Soll ich ganz ausrasten oder soll ich die noch leben lassen? Ich weiß es nicht. Ich bin am Hin und Her überlegen. Oh, Terrapagos, ja, warum nicht? Jetzt reicht's. Na komm. Jetzt speichern wir noch dezent. Nee, ohne Spaß. Jetzt ist genug. Bei aller Liebe, wer mir so entgegendrückt und dann noch das Gefühl hat, man ist der Überking. Ey, ich wollte stylisch gewinnen. Rein technologisch, man hat's ja gesehen. Ich habe zwar Logok und Metagross dabei gehabt, aber der Rest ist so eher, yo, Doppelkampf-Manier. Ich wollte sogar mit Strats gewinnen. Aber die gehen halt nicht so einfach auf. Ich habe sogar Tarnsteine rausgelegt. Aber nein, warum auch? Spiele ich mal mit Strats? Nö. Komm, Keanu Reeves, komm. Du Hobbypisser, komm. Mach mal. Mach hinne. Ich zeig dir, wo dein scheiß Platz ist. Aber dann ist wenigstens das kein kurzer Part, dann geht der ein bisschen länger. Und wenn wir den nochmal besiegen müssen, anhand wegen der Liga-Kacke da, dann wird er mit Arceus weggeschollert. Sag ich euch, wie es ist. Und übrigens habe ich das von Terrapagos falsch gelesen. Ihr werdet nicht permanent also nicht alle Moves sind permanent nicht sehr effektiv, sondern nur solange er Full KP ist. Das ist wie Robustheit. Solange du Full KP hast, kannst du immer wieder Robustheit triggern. Ich bin auf Lichtschild. Dann gehen wir hier auf den fucking Dönerblitz. Und das war's. Okay. Gut, dann bekommst du halt einen doppelten Dönerblitz ab. Au. Ja, Digga. War nur. War nur zum Vorbereiten. Scheiße. So, weil wenn. Oh, scheiße. Psychoschock. Dönerblitz. Egal. Der kann ruhig down gehen.
der hat das tatsächlich überlebt. Okay. So, gehen wir in die nächste Olga rein. Sollen wir schon komplett eskalieren? Nee. Wir lassen das noch schön unkommentiert, das Ganze. So, Shalobom, your work is the best work. So, jetzt machen wir hier Schlagbohrer in sein Gesicht. Dann machen wir hier nochmal Sturmblitz, falls er angreift. Okay. Aha. Wen juckt er nicht? Gerade. Warum sind die schneller als ich? So, weg mit dir. So. Kann ich jetzt den Dönerblitz rausbringen? Hallo. Ich konnte den Dönerblitz nicht raus. Okay. Ah, weil er. Okay. Ja. Ist irgendwie logisch. Sehr. Schlagbohrer. Wobei. Wir güten den Kollegen, dann Dönerblitz, dann Sturmblitze ich Grifeldis. Weil ich meine, ich werde Flammenblitz oder egal was er rausknallt, vierfach resisten. Piss dich aus der Hölle. Wir kommen nie wieder zurück. So. Sieht doch schon mal angenehmer aus. Na los. Na, wie gefällt's, Arschloch? Ist nicht mehr so gesund auf gleichem Level, ne? Oder ungefähr auf gleichem Level. Schon scheiße, ne? Soll ich mal... Nee, Flambirex kann ich ja nicht... Ich gehe jetzt auf Abmurai, dann gehe ich hier auf Sturmblitz. Hä? Ah, ich wollte gerade sagen, greift der mich nicht an, oder was? Nett. Netter Schaden. Wow. Warum sind die beiden schneller? Weil ich wurde mit Keilflammen nicht durch den Bodenmove da getroffen. Naja, Lichtschild ist jetzt eh gerade irrelevant. Aber gut. Mit wem machen wir weiter? Frankenkeule wäre was. Dann, keine Ahnung, Sturmblitz. Verpiss dich. Geh sonst wo liegen, aber nicht bei mir. Flammenblitz. Wow. Gutes Opfer. Ich sag mal so. Soll ich fies sein und sagen, ich wollte es highlighten? Weil ehrlich gesagt wusste ich nicht, was ich Terra kristallisieren soll in mein Team von den beiden. Jetzt ist es der Fall klar. Jetzt wird die Hütte abgerissen. Terra Wandel. Bumm. Verwandelt sich. Jetzt habe ich die Schnauze dicke. Mache, falls eigentlich beides. Ka
kaputt geschossen werden. Egal, Donnerblitz auf beides. Jetzt habe ich die Schnauze voll. Los, Terrapagos, ab, Abmarsch. Zerlegt die ganzen Trullis da. Kein Bock mehr auf die. Terra, Sternhagel, easy. So. Das war das. Gedankengut. Du Sackgesicht. Aua. Oh, du bist ganz schön stark. Das macht der Kampf richtig Spaß. Mhm. An der Stelle waren wir schon. Sackratte. So. Jetzt kommt er natürlich mit der Scheiße ums Eck. Weil das wird nicht mehr reichen. Wenn wir schon so viele Zuschauer haben, sollten wir ihnen auch etwas Interessantes bieten. Ja. Das soll Schaden gemacht haben. Oh. Ich hätte jetzt nicht gedacht, dass das reicht. Ehrlich gesagt. Oh, es ist vom Typ Gestein. Ups, dann habe ich nichts gesagt. Ja, ich benutze Gestein-Terra-Kristallisierung eigentlich selten bis gar nicht. So. Hat Spaß gemacht. Du bist in der Tat ganz schön stark. Aber was? Passt. Mensch, du bist wirklich stark, Sunny. Das war meine erste Niederlage seit Jahren. Also gut, der Champ der Blaubeerliga hat den geheimen Boss besiegt. Dann bist du jetzt. Wie sollen wir dich nennen? Blaubeerkönigin? Vielleicht? Aber genug von deinem Titel. Glückwunsch jedenfalls. Dafür, dass du den geheimen Boss besiegt hast, bekommst du einen besonderen Preis. Dein Ernst jetzt? Aber ich bin so gut drauf, ich möchte dir noch mehr geben. Ich hab's, wie wär's mit einem Pokémon-Tausch? Ja, lass uns tauschen. Ich biete eine Deceiver. Okay. Solange es von dir kommt, bin ich mit jedem Pokémon zufrieden. Kann ich ihm einen Shiny geben? Kann ich ihm einen Shiny geben? Das wäre jetzt so mal eine Frage der Fragen. Makago? Schade, vielleicht hätte er eine Ausnahme gemacht, aber gut. Dann hier, viel Spaß. Weißt du, dein Blutzucker ging in meine. Jo. Ich darf ja dir kein Schillendes geben und ich habe eigentlich praktisch nur noch Schillende. Also Shinies, also. Ja, wird ein bisschen schwierig sonst. Und wir bekommen jetzt ein Shiny oder Silber von ihm. Das ist halt das, was man so von ihm kriegt, wenn man ihn besiegt hat. Ludwig, das ist toll, danke. Meine Silber hat eine seltene Farbe, ist das nicht fantastisch? Kümmere dich gut um es. Dann bis zum nächsten Mal. Ich weiß gar nicht, was ich mit diesem Ding soll. Du musstest das mit einem Luftballon spielen, damit es überhaupt irgendwie benutzbar ist. Blitzfänger. Ja, das Einzige, was es ausmacht, ist, dass es, naja,
Dass eben dieses Band trägt. Oh, jetzt kann ich den Gameboss immer wieder herausfordern. Hä? Wie schalte ich die letzten zwei da unten links frei? Oder die dann rechts daneben? Bin ich jetzt vollkommen behindert? Naja gut, also wir haben den Geheimboss jetzt geklatscht, das heißt im nächsten Part geht's weiter immerhin. Werdet ihr nicht gespoilert, das finde ich auch schon mal schön. Das, was ich am Anfang noch Angst hatte, kann ich jetzt getrost ignorieren. Sehr schön. Naja, vielen Dank fürs Zugucken, auch wenn der Kampf nicht so stylisch verlaufen ist, wie ich das ganz gerne gehabt hätte. Aber gut, kann man nichts machen. Tüdelü. Figure it out. I'll make it look like I'm losing. Won't bother hiding my